Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shioyuki hier und ich weiß, es ist ziemlich lange her, aber trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Ich weiß, ich kann mich für diese lange Pausezeit nicht mehr entschuldigen, es tut mir wirklich schrecklich, schrecklich leid. Ich kann dafür keine Ausreden finden. Es ist ziemlich viel passiert, um ehrlich zu sein, als dass ich das jetzt in kurzer Hand jetzt gerade so erfassen kann. Deswegen habe ich jetzt angefangen und starte nicht auf einmal bei der Hauptquest, um nochmal ganz kurz zu erwähnen, was da alles überhaupt los war. Für die Leute, die sich wundern, dass wir nicht im gleichen Stand sind wie in der letzten Folge, die gefühlt 10 Jahre her war, das liegt daran, dass ich zwar aufgenommen habe, also wir haben Penthesilea gerettet, Bartholomew ist wieder glücklich, tralali tralala, leider hat OBS ein bisschen verkackt bei der Aufnahme. Deswegen ist das leider nichts aus der Folge geworden. Das heißt, wenn ihr nicht nur meine bezaubernde Stimme hören wollt, dann habe ich jetzt leider keine Folge, wo ihr jetzt genau sehen könnt, was da passiert ist. Obwohl ich echt stolz war, dass ich so viel geschafft habe. Also, ich habe wirklich viel geschafft und das hätte ich nicht gedacht in so einer kurzen Zeit. Aber kein Beweismittel, von daher kann ich labern, was ich möchte. Auf jeden Fall war ich natürlich ein bisschen gefrustet, dass das alles nicht so geklappt hat, wie ich es haben wollte. Und deshalb, ja, ups, oh Gott, bitte nicht sauer sein, dass ich das gerade gemacht habe. Ja, und deshalb starten wir jetzt einfach hier. Ich bin jetzt bei der nächsten Hauptquest. Und, ja, was soll ich denn noch sagen? Ich habe halt das andere Projekt währenddessen bis jetzt vorgearbeitet, also eine Stunde ist auf jeden Fall drin. Bis jetzt klappt alles gut, also von daher denke ich, dass das auch keine weiteren Probleme haben wird. Und ich hatte für heute, nachdem ich mir endlich den Entschluss gefasst habe, wirklich mal wieder anzufangen, den größten Struggle der Welt überhaupt gehabt. Denn, oh Gott, komm jetzt mein Pferd hierher. Ich wollte eigentlich synchronisieren. Da. Und bei mir hat irgendwie alles nicht so funktioniert, wie es geht. Ich hatte keine Internetverbindung. Ubisoft hat zu mir gesagt, nein, Passwort ist falsch. Und ich wusste mein Passwort anscheinend nicht mal nach so einer langen Zeit. Und ja, sagen wir es so, kurzerhand, ich spiele jetzt gerade im Offline-Modus. Mein Konto ist gesperrt und ich muss erst mal gucken, wie ich das wieder regeln kann. Naja, auf jeden Fall, das ist mein Leben. Aber ich will mich deswegen nicht weiter ablenken lassen und versuche jetzt trotzdem die Quest im besten Sinne meiner Künste zu vollenden, indem wir anscheinend zu La Volpe gehen. Ich glaube, das war La Volpe, der hier wohnt. Zu lange her. Das tut mir schrecklich leid. Oh, keine Cutscene. Okay, wir dürfen also direkt mit jemandem reden. Geht's um die Messer hier? Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Das Leckstopfen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Volle Synchronisation bei mindestens 5 Quadraten der Gesundheitsanzeige. Das müssten wir eigentlich schaffen. Also um ehrlich zu sein, es ist so lange her, von daher Steuerung ist eh komplett im Nirvana gelandet bei mir. Aber ich denke, das schaffen wir schon, Leute. Das sage ich eigentlich jedes Mal, wenn wir akzeptieren. Und danach sind wir schon 5 Meter ineinander gestorben. Aber wir versuchen unser Bestes. Oh, ich hoffe auch, die Aufnahme nimmt jetzt alles mit. Denn wenn nicht, ne, dann ist vorbei. Es ist dann vorbei. Schubs ihn nicht. Denn OBS ist halt nicht so der beste Freund von mir, wenn es darauf ankommt, alles richtig aufzunehmen oder den Ton abzuspielen. Und Audacity ist auch nicht unbedingt immer die beste Lösung, die ich habe. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Also los. Achso, da ist noch einer. Upsi. Boop. Okay, da kommen die Nächsten. Boop. Okay. Die sollen mich anfixieren. Mich! Dann geht das schneller. Das klingt ein bisschen egoistisch, ich weiß, aber das ist halt... Da kann ich kontern immer, wenn die angreifen und das ist irgendwie einfacher.
Oder ja, okay, gut. Oder ich schleiche mich einfach von hinten an und dann sind die eh tot. So. Oh nein, es tut mir leid. Oh Gott, voll reingehauen am Ende. Meinen eigenen Verbündeten. Das tut mir natürlich schrecklich leid. Aua. Na los. Er hat mich mit Sand beworfen. Dieser eklige Kerl hat mich tatsächlich mit Sand beworfen. Okay. Wir kämpfen unfair. Verstehe. Dann kämpfen wir zu zweit. Los geht's. Sehr gut. Ich finde, also man soll sich zwar nicht selber loben, ne, aber das ist gar nicht so schlecht mit der Steuerung. Obwohl ich seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr gespielt habe. Ja, wir sind fast durch und die Diebe haben noch ein bisschen ihr Leben. Ich habe noch mein Leben. Die machen ihn alle fertig. Also ich finde, das machen wir schon ganz schön. Alle Mobben. Komm, Mobbenkreis, Leute. Oh, okay, gut. Greif mich an. Nein, lass ihn doch angreifen. Toll, das ist deine Schuld. Hast du es gesehen? Das war deine Schuld. Lavoll wird zu den Dieben folgen. So, dann muss ich... Wie sitzt er denn darauf? Okay. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Er verurteilt ihn immer. Ne? Aber wir schauen mal einfach, ob das stimmt. Denn das letzte Mal hat sich ja anscheinend bewiesen, dass das nicht so ganz der Wahrheit entsprochen hat. Aber wir gucken einfach mal. So, dann führe mich zu ihm. La Volpe. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Ich glaube, für La Volpe haben wir den Text schon gelesen. Wenn ich mich nicht irre. Also ich habe in dieser... Also bei diesem Teil des Spiels habe ich echt wenig gelesen. Das gebe ich auch zu. Aber manchmal ist es ja nicht allzu spannend. Nicht allzu spannend. Von daher versuche ich lieber so viel wie möglich vom restlichen Spiel mitzunehmen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. So bildungsfördernd, ne? So, wieso hast du es getan? Ich habe die Umschalttaste nicht gedrückt. Warte, Herr Wolpe, warte. Oh Gott, er wartet nicht. So, okay. Durch, Frau. Das tut mir jetzt leid. Aber ich muss mich beeilen. Und ich bin leider nicht der beste Reiter. Ist schrecklich. Ich hasse Reitspiele. Also, so mein Reiterhof und so meine ich, ne? Da bin ich leider nicht so der Affinierteste darin. Ist das ein toter Mann? Oh, das sind die Diebe. Das tut mir jetzt leid. Hallöchen. Achso. Nein, schlag zu. Das war schon richtig. Sehr gut. Er reitet die einfach nieder. Was für ein Badass-Typ ist La Volpe eigentlich? So, erstmal der rechts. Dann der hier. Sehr gut. Und dann wahrscheinlich der rechts, oder? Nein, das ist der links. Nein! Oh, ich hatte das Content so gut gehabt bis jetzt, ne? Das war eine Kombo-Serie. Und wegen dir ist die Kombo-Serie jetzt gerade weggegangen. So, und jetzt haben wir nur noch den fernen Kerl hier. Aua! Geht's noch? Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Ja, okay. Dann laufen wir mal weiter. Oh. Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Okay, dann geht's mal los. Und Metzger ist ein Zwischencode für Mörder. Ist das echt nett gemeint? Ich weiß ja nicht. So, komm, du solltest ein bisschen schneller halten. Dann kann ich dir auch hinterher rennen, weil so ist das irgendwie ein bisschen... Ja, das geht auch. Aber das ist halt... Ich bin ein Mensch, der gerne alles ratzifatzi durchhaben möchte. Los! Oh. Na gut. Aber ich werde dafür nicht cutten. Also, das muss jetzt sein. Ich werde erstmal nicht cutten. Ist hier schon das Ziel? Ich sehe das Ziel. Achso. Tatsache. Ja, ich reite jetzt nicht auf die Leute drauf, ne? Sondern ich gehe gleich volle Mann drauf los. Ich dachte, so funktioniert das hier so im Leben. Sehr gut. Auf geht's. Weiter geht's. Drei Leute bleiben noch. Zwei Leute bleiben noch. Und fertig. Und da haben wir noch drei potenziell. Oh, doch nicht. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Ich weiß, wir sollten auf die Aspekte achten, aber meine Fresse hat der schöne blaue Augen, der Typ. Okay,
Gut, also ein Schauspieler, der heute Nacht wahrscheinlich ermordet werden soll. Dann wissen wir schon mal Bescheid, aber haben die nur eine Bühne? Weiß man denn, wo das ist? Egal. La Volpe geht's anscheinend gut. Ich weiß auch gar nicht, ob sie ihn überhaupt treffen auf seinem Pferd. Ne? Ich glaube, der ist so geschwind, der Typ. Der macht das. Du hast mich gerade getrollt. Ist dir das bewusst? Man trollt mich nicht. Jetzt. Och. Naja. In Ordnung. Das Aquedotto Claudia. Nein, das werde ich jetzt auch erstmal nicht lesen. Sei denn, es ist so spannend, dass ich mir denke, wow, jetzt etwas über Brücken erfahren. Das war schon immer mein Traum. Okay, das Kolosseum ist eigentlich sehr interessant, aber ich habe die Texte alle schon mal gelesen. Muss man auch bedenken. Das ist eigentlich nur Wiederholung dann ein bisschen für mich. Aber an sich schadet es ja auch nicht, ne? Egal. Die sind gerade reingespawnt in ihn. Das ist, Leute, das nenne ich Karma. Wenn man einfach reinspawnt im Spiel und dann vom Pferd sofort überrannt wird. Okay, das Plakat reiße ich jetzt nicht, aber ich bin auch sofort gestartet mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Was nicht so schön ist, danke Vergangenheits-Ich, dass du dich darum so liebevoll gekümmert hast, aber ich habe es ja überstanden. Gott sei Dank. Ich bin zwar geschwommen wie ein Aal, aber ich habe es bestanden. So. Ah, da sind wir. Okay, dann steige ich schon mal ab, lieber. Nur im Voraus. Aua! Du hast mich gegen einen Baum gerammt. Du bist ein ziemlich mieser Partner, weißt du das? Ein ziemlich mieser Partner. So, aua! Wieso machst du das? Okay, dann gehen wir mal hier hoch, weil ich glaube, die wollen wahrscheinlich, dass wir zum Aussichtsturm gehen. Kann das sein? Wo ist denn der Aussichtsturm überhaupt? So, nein, nein, nicht reinspringen. Okay, dann hör halt nicht auf mich. So. La Volpe ist da jetzt nach unten hingegangen. Sollten wir ihn einfach folgen? Weil ich glaube, der folgt eher uns. Der, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich sehe mich erst jetzt gerade, dass ich ein bisschen wenig Leben habe, um ehrlich zu sein. Okay, ich... Ach, da. Upsi, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Das Problem. Da ist es ja. Zack, ne? Einmal schön, dann kamen mehr Diebe, dann dementsprechend auch verschiedene Wachen, auf die man sich... Ich bin echt auf ihn draufgetreten. Das war es ja. Okay, los, komm. Wehr dich. Sehr gut. Kämpft La Volpe jetzt normal oder reitet er jetzt auch mit seinem Pferd hier die ganze Zeit rüber? Zack. Na los. Sehr gut. Und vielleicht kriege ich den ja so. Hört auf, mich selber immer anzuschlagen. Mann, ich glaube, ich wurde von meinen eigenen Leuten mehr angeschlagen als von den Gegnern. Und ja, La Volpe kämpft im Hintergrund mit uns mit. Das ist gut. Na los, los. Schlagt auf ihn drauf. Wir sind zu sechs, Leute. Wir sind zu... Okay, dann halt nicht. Oh, perfekt. Ihr habt's geregelt. Ich find's toll. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Wie wollt ihr ihn mit einem Speer und einem... Ich versuche das jetzt gerade mal... Er ist ein Schauspieler, der heute Abend umgebracht werden soll durch einen Handlanger von Cesare. Mit einem Speer soll er gekreuzigt werden. Bitte was? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber egal. Wir sprechen gleich mit diesem netten Dieb hier. Aber das mache ich jetzt nicht. Also das mache ich jetzt nicht, weil ich zuvor erstmal... Oh nein, ich glaube, ich kenne diesen Aussichtsturm. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich hatte das schon mal gehabt, dass ich das nicht wusste. Wirklich nicht. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Kein Plan. Kein Plan. Okay, aber kein Problem. Was ich jetzt mache, ist, glaube ich, nochmal offline. Ist hier gar nichts? Ich meine, so gar nichts, gar nichts? Ich wollte eigentlich Medizin holen. Weil ich bin ganz schön am Boden gerade, wenn ich ehrlich bin. Das mache ich sowieso aber offscreen. Und dann gehen wir zur nächsten Folge direkt, nachdem ich wieder vollgepumpt bin mit Medizin, Drogen. Gehen wir da zu unserem netten Dieb und schauen mal, was er jetzt mit uns vorhat oder was er uns sagt. Wahrscheinlich werden wir zum Theaterstück gehen und verhindern, dass da irgendwas passiert. Aber das sehen wir alles beim nächsten Mal. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Aber ansonsten verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen.